Vor 2 Jahren haben wir das erste Mal unsere Prototypen vom Duo hier auf der Boot präsentiert. Und nachdem wir jetzt ganz, ganz ausgiebige Tests machen konnten, Versuche, alles auf Herz und Nieren geprüft haben, haben wir noch ein Redesign vorgenommen, um auch die Strömungsverhältnisse am Scooter zu idealisieren. Über dieses Redesign wurde uns dann klar, dass wir mit kleinen Änderungen auch einen Monoscooter herstellen können. Und aus dem Monoscooter wurde dann in letzter Konsequenz dann auch der Twin. 2 Monoscooter, die mit sich miteinander unterhalten und als gemeinsame Einheit fahren können, aber auch unter Wasser und über Wasser trennbar sind. Mit dem Twin-Scooter, das ist ja erstmal ein sehr, ich sag mal, ungewöhnliches Design. Welche Zielgruppe verfolgt ihr damit? Also eine der Zielgruppen ist natürlich der Governmental Use, ob das nun polizeiliche Sondereinsatzkräfte sind, militärische Sondereinsatzkräfte. Und natürlich die ganz extremen Höhlentaucher, die extreme Längen zurücklegen müssen. Ich sage jetzt mal Pozo Azul, erster Siphon, danach eine riesenlange Trockenstrecke und danach kommt ein unglaublich langer Siphon, der bis heute noch nicht zu Ende ist. Wenn ich dort Scooter über die Trockenstelle schleppen möchte, ist das natürlich unglaublich schwer und das ist kein befestigter Weg. Hier trenne ich das System, habe 2 leichte Scooter mit 17 Kilo. Die kann ich relativ leicht und relativ gefahrlos transportieren. Hinten am 2. Siphon angekommen, klappt mich das System wieder zusammen und habe dann wieder einen Scooter, der völlig drehmomentfrei läuft, Schub ohne Ende liefert und wenn man möchte auch dazu noch sehr, sehr schnell ist. Komfort ist unglaublich, kein Drehmoment mehr, das muss man mal erlebt haben. Okay, das heißt im Endeffekt einmal Handling ist von Vorteil in dieser Variante und zum anderen natürlich auch die Redundanz zum Beispiel beim Höhlentauchen. Die Redundanz beim Twin ist, mehr geht nicht. Es sind wirklich 2 völlig getrennte Systeme, die nur über eine Telefonleitung miteinander korrespondieren. Der eine ist Master, der andere ist Slave. Selbst das kann ich wählen, welcher Master, welcher Slave ist. Wenn irgendwas ausfällt, kann ich umschalten oder eben zur Not ein System wegschmeißen und mich darum kümmern, dass ich nach Hause komme. Und dann habe ich alle Zeit der Welt, mir zu überlegen, wie ich das Gerät dann bergen kann. Okay, klingt alles super interessant und spannend. Ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Boot. Sehr gerne, vielen Dank an euch.